Wunderschönen guten Morgen aus Stuttgart. Ja, gestern war der erste Tag von diesem Seminar. Das hieß eigentlich gar nicht Biosignatur, das heißt Advanced Supplementation. Ich habe mich da ein bisschen vertan. Es ging gar nicht darum, die Fettfalten zu messen. Das wäre ein ganz anderes Modul. Es ging mehr darum, um Nahrungsergänzung. Welche braucht man? Bei welchem Ziel zum Beispiel? Ging natürlich auch ein bisschen was um Körper. So ein paar Sachen. Wurden wieder aufgefrischt, zum Beispiel, wenn man sich verschiedene Falten im Körper anguckt, dann meint man rausfinden zu können, woran liegt das? Warum hast du diese Falte? Also eine ganz einfache Sache, wer zum Beispiel Hüftfalte hat, Hüftspeck, das ist Ernährung. Ja? Du frisst zu viel. Dann musst du einfach weniger Kohlenhydrate essen und einfach dranbleiben und dann geht es auch irgendwann weg. Das, was nicht so einfach weggeht, ist zum Beispiel das Bauchfett direkt um den Bauchnabel rum. Und das hat was zu tun mit Cortisol. Und in diesem Seminar wurde einfach gezeigt, beziehungsweise heute geht es weiter mit den sogenannten Protokollen. Protokoll heißt eigentlich auf Deutsch Plan. Ne? Was muss man tun, was muss man nehmen, um diesen Bauchspeck loszuwerden? Das einerseits natürlich eine Sache der Ernährung, der Supplementation und natürlich auch Schlaf und Lebensstil, vor allem Lifestyle. Ne? Hast du viel Stress oder nicht, dann wird ja Cortisol produziert oder auch nicht. Nee, oder auch nicht. Also in sehr viel Stress, das wird es auf jeden Fall produziert. Das sind so Zusammenhänge, die geklärt worden sind. Das ist vielleicht das, was ich gestern angekündigt habe, aber eigentlich gar nicht drankommt. Und da habe ich mich ein bisschen vertan, das ist im Oktober. Das, was gestern aber sofort für mich neu war, beziehungsweise was ich erlebt habe, waren die sogenannten Muskeltests. Ich war da erst total skeptisch. Anhand dieses Muskeltests kann man eigentlich rausfinden, welche Nahrungsergänzung ist gut für dich oder welche ist nicht so gut für dich. Ob das Humbug ist oder nicht, das kann ich noch nicht sagen. Ich werde das jetzt mit meinen Kunden ausprobieren, diese Muskeltests, um zu gucken, funktioniert das überhaupt? So nachdem so drei, vier Teilnehmer dran waren, habe ich mich auch getraut. Bin ich auch nach vorne gegangen, ich habe gesagt, das ging ja so mit Ziehen und Drücken und so. Ich zeige euch das bestimmt irgendwann nochmal, wenn ich es drauf habe. Ne? Also ich habe das noch nicht drauf. Ich habe es nur mitgemacht und hat bei mir leider funktioniert. Ja? Also das, was er vorhergesagt hat, habe ich tatsächlich gespürt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob es Humbug ist. Ich werde es rauskriegen in der nächsten Zeit. Ich werde das bei meinen Kunden ausprobieren, diese Tests, und mal gucken, ob da wirklich was bei rauskommt. Also wie gesagt, man muss da offen für sein, genauso wie man offen sein muss für mentales Training, war ich früher auch, was das für ein Schwachsinn, aber heute weiß ich, dass das wichtig ist. Und wenn etwas neu ist, dann muss man gucken, ist das was oder ist das nichts. Also von vornherein sagen, ist Blödsinn, will ich jetzt nicht sagen. Was haben wir noch gelernt? Ach ja, diese Protokolle, die heute kommen, da wird zum Beispiel erklärt, was, wenn du das Problem Bein und, also Quadrizeps, Beinbizeps, ja, wenn jetzt die Fettfalte zu dick ist, die Hautfalte, du bist zu dick, ja. Was muss man dann machen, damit die am Bein dünner wird? Das ist ja schon so ein bisschen Spot Reducing, ja, oder auch das Bauchfett, das ist ja auch schon so ein bisschen Spot Reducing. Ob das wirklich funktioniert oder ob du vielleicht passiert ja auch Folgendes, ja, das weiß man ja nicht. Nachher macht man das, was da gesagt wird und will das kleine Bäuchlein, das Bauchnabelfett wegkriegen, aber man fällt komplett zusammen. Also das ist mir auch schon sehr oft passiert, dass ich dann so hart auf Diät gegangen bin, dass meine Schultern alle weg waren. Leute gesagt haben, Junge, bist du krank gewesen? Aber das Bäuchlein blieb. Und jetzt ist meine Frage, funktioniert das mit diesen Protokollen besser? Ich gucke noch mal ganz kurz durch, was habe ich noch gesehen? Gibt es verschiedene Magnesiumarten? Das war auch interessant. Ganz, ganz viele komische Kräuter habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich habe auch rausgekriegt, warum Dennis James, da kennt ihr den Profi-Bodybuilder, wie der auf mal 2 cm dicke Arme kriegt hat durch ein Release. Und wie heißt das? Active Release. Durch ein Öffnen der Faszien. Ey, vielleicht funktioniert das. Ich weiß es nicht. Ich werde das alles ausprobieren, diese Techniken. Und es gibt auch einen Kniebeugenurlaub und einen Armurlaub. Und es ist total erstmal interessant. Vielleicht ist es Spinnerei. Es gibt so Artikel, dass sie sagen, dass die Biosignatur komplett blöd ist. Und ich habe ihn gestern auch noch gefragt, den Coach, wie der Coach heißt, war, sage ich noch nicht. Also erstmal, wenn ich so komplett überzeugt bin, dann sage ich, wo ich war. Die Leute, die ein bisschen auskennen, wissen, wo ich bin. Das heißt, es ist so was Ähnliches wie die Biosignatur, was Polyken gemacht hat. Er hat das ein bisschen umgestellt und so weiter. Also ich bin gespannt, was passiert heute auf die Protokolle.
Nächstes Mal im Oktober werde ich das Seminar mit den Fettverhalten besuchen, wie das richtig geht. Und da werde ich sehen. Also, das ist erstmal ein ganz kurzer Überblick. Ich kann nur garantieren, dass ich das ausprobieren werde mit meinen derzeitigen Coaches. Da sind sehr, sehr gute dabei, die auch alles machen, was ich sage. Und dann werde ich sehen, was passiert. Und natürlich dann auch an mir selber und dann bei meinen zukünftigen Coaches auch, wenn es funktioniert. Aber ich muss es selber erst ausprobieren, deswegen noch nicht so viel erzählen. Aber es kommt Content. Bis dahin, ich muss los zum Frühstück. Gestern war mein Frühstück gut. Ich habe kein Blödsinn gegessen. Ich habe Speck gegessen, Eier gegessen, also nur Protein und, also ein anderes Fett. Protein und Fett oder Fett und Protein. Morgens ist ja für mich die meine Welt. Ne? Dann bin ich wach, werde nicht müde. Und wenn ich jetzt heute Morgen nachher noch, wie heißt denn das, Dingsbrötchen esse, dann werde ich wahrscheinlich durchdrehen. Also, bis dahin, schöne Zeit. Ich werde morgen, denke ich mal, nochmal berichten, morgen früh, wenn ich wieder in Hamburg bin. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Andi Scholz.